Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Hallo, Herz, Seele, Ball, die Ausgabe für Sonntag. Unsere Corona-Uhr hätte ja auch eine Schalke-Uhr sein können. Die steht ungefähr, ja, außer einem Jahr. Und Schalke hatte ja auch fast ein Jahr lang nicht gewonnen. Das hat sich geändert, erfreulicherweise aus Schalker Sicht. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch heute mal die Anfahrt sozusagen zur Arena auf Schalke. Und Martin, ich habe so 4, 5, 6 Videos geschickt. Bitte die einfach hintereinander chronologisch schneiden und dann landen wir in der Arena auf Schalke. Viel Spaß bei der kleinen Autofahrt. Herz, Seele, Ball, Freunde. Gelsenkirchen erreicht. Bin gespannt, ob es heute eine Einstellung des Rekordes gibt oder nicht. Dem Wetter nach müsste eigentlich alles schlecht laufen. Es ist so trüb, es ist so grau. Hier links geht es zum Hauptbahnhof in Gelsenkirchen und wir fahren jetzt an der Neustadt vorbei, um dann gleich auch auf die Schalker Meile zu kommen. Das ist jetzt tatsächlich der Ortsteil Schalke. Hier in dieser Kirche gibt es sogar Kirchenfenster mit Fußbällen. Das ist ziemlich einmalig auf der Welt. Und das ist die Berliner Brücke, über die man fahren muss. Und hier links hinter den Gebäuden, das ist die Schalker Straße. Und wenn man jetzt hier runterschauen könnte, von der Brücke runterschauen könnte, dann ist das der Schalker Markt auf der linken Seite. Und ansonsten hier viele Erinnerungen an Industrie, die es nicht mehr gibt. Ich glaube, hier wurde früher Draht hergestellt. Aber das ist lange, lange her. So, und dann ist hier, wenn man über die Brücke rüberkommt, links die Glückaufkampfbahn. Da sieht man es. Hier beginnt sie, die Schalker Meile. Hier war das Geschäft von Stanley Buda auf der linken Seite. Da ist jetzt ein Fanprojekt drin. Hier kann man es groß sehen. Kneipe, Schalke mit Erinnerungen, blau und weiß. Warum das Haus hier allerdings gelb ist, bleibt allen Schalkern ein Rätsel. Und jetzt gleich erreichen wir die Glückaufkampfbahn. Das möchte ich euch dann auch noch kurz zeigen. Hier links, das war der Originaleingang der ersten Bundesligastätte von Schalke 04. Und jetzt noch 2 Kilometer geradeaus und dann sind wir an der Arena. So, Veltins Arena erreicht. Arbeitsplatz für heute. Nadja hat mich gefahren mit der Leopardenmaske. Und jetzt wollen wir mal gucken, Schalke wo wir gewinnt. Uns ja. Nach links. Arena auf Schalke. Innenraum. Das ist fast wie in einer Geisterstadt gerade. Merkwürdiges Gefühl. Sonst sind hier Tausende von Menschen. So, dann kann es gleich losgehen in der Arena auf Schalke. Die Pflegemittel sind alle da, die man braucht, damit man ein sauberes Bild empfängt. Aber irgendwie hat das mit Fußball nichts zu tun. Das schon ein bisschen mehr. Und ich bin gespannt, was heute hier passiert. Und ja, den Rest dann später mündlich. So, das war's mit der Fahrt. Und ich finde das besonders bedrückend, diese Bilder aus dem Innenraum der Arena. Kein Mensch, das ist spooky, unheimlich. Ja, und dann gewann Schalke 4-0. Nur nicht überbewerten, liebe Schalker. Denn wenn wir ehrlich sind, zur Pause hätte Hoffenheim auch 3-1 führen können. Und Hoffenheim stark, stark ersatzgeschwächt. 12 Spieler krank oder verletzt, die können einem ja schon leid tun. Und dieser Sebastian Hoeneß gefällt mir als Trainer sehr gut, weil er so ruhig bleibt im Gespräch. Allerdings in der Kabine muss das wohl ein bisschen anders gewesen sein. Da muss er seine Jungs ein bisschen zur Sau gemacht haben. Die zweite Halbzeit war Hoffenheim dann auch erschreckend schwach. Und Matthew Hoppe ist die neue Schalker Hoffnung. Der junge Mann aus Kalifornien schoss 3 Tore. Und das fand ich dann lustig. Die Schalker Stadionregie spielte am Ende
California Dreaming von den Mamas und den Papas. Ja, mal sehen, wie es mit dem Jungen weitergeht. Jetzt geht's nach Frankfurt und der Anfang ist gemacht und der Rekord von Tasmania bleibt für die Ewigkeit? Keine Ahnung. Interessante Geschichte, wenn man auf solch einen Rekord hinarbeitet und dann haben die Schalker auch noch eine Menge Spott abgekriegt, so nach dem Motto, Micky Beisenherz, ja, wenn es um einen Titel geht, dann ist auf die Schalker Verlass, das schaffen sie auch nicht. Aber süß fand ich das hier, was ich gesehen habe von Olli Hilbring und ich weiß, er erlaubt mir das zu zeigen. Wunderschön, also nach dem Meister der Herzen ist Schalke jetzt auch Tasmania der Herzen. Das fand ich niedlich. Also, das war ein gelungener Gag. Ohne Wenn und Aber. Dortmund ist wieder Bayernjäger 3-1, gewonnen in Leipzig. Und ich habe jetzt noch keine Stimmen zum Spiel gehört. Aber Herr Nagelsmann wird uns das schon wissenschaftlich und ein bisschen wütend erklären, warum seine Leipziger nicht in der Lage waren, gegen Borussia Dortmund zu gewinnen. Vereinfacht ausgedrückt, Dortmund wirkte frischer, jünger, disziplinierter und, Herr Hummels, das wird Sie freuen, erwachsener. Also, das hat geklappt mit der Borussia in Leipzig. Welcher Verein macht mir gerade Sorgen? Hier vor der Haustür, der 1. FC Köln, verliert 5-0 in Freiburg. Da muss man dann wieder sagen, Freiburg, 5 Spiele hintereinander gewonnen. Was soll da noch draus werden? Tolle Leistung und ich freue mich darauf. Übernächste Woche darf ich wieder zu den Breisgauern. Nächste Woche allerdings muss ich zum 1. FC Köln. Oh oh, die haben jetzt auch eine ganz schwere Phase. Und meistens, wenn ich irgendwo hinkomme und ein Verein hat eine schwere Phase, dann ändert sich das. Wir haben das ja gesehen heute auf Schalke. So, das war's für heute, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an der Autofahrt nach Schalke. Und wir sehen uns wieder. Ganz sicher morgen, weil Herz, Seele, Ball kommt täglich. Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten.